Habe ich jetzt meine Ruhe? Na, habe ich beide schon. Ja, zusätzliche Quarantäneprotokollfelder errichtet. Das lade ich, weil das halte ich sonst nicht mehr durch. Ausführung von Fluchtroutinen abbrechen. Warum speichere ich auch immer an so scheiß Punkten? Das wird mir noch öfters passieren, dass ich mich versafe. Halt, die lese ich jetzt. Habe ich nachher vielleicht keine Zeit mehr zu? Keine Bange, Jet macht sich toll. Er macht mehr als nur seinen Job beim SP3D. Also was war das? Nein, keine Ahnung. Für den nächsten Titel werde ich einen zweiten Programmierer einsetzen. Es gäbe da auch noch eine... Wie hört sich eigentlich meine Stimme an? Es gäbe noch eine Programmiererstelle der Stufe 6. In der Entwicklungs- und Forschungsabteilung, die auch perfekt für ihn wäre. Okay. Also im Real Life werde ich gerade hier ordentlich eingespannt. Nur keiner von den Pfeifen weiß, dass ich gar nicht mehr da bin. Nein, ich muss zum Energieteil. Ich brauche Energie. Ja, super. Jetzt haben sie ein Labyrinth hier draus gebaut. Ganz toll gemacht. Gut, das habe ich erwartet. Verdammt. So, das war, glaube ich, die dritte. Zusätzliche Quarantäneprotokollfelder errichtet. Sehr lustig. Na, wo sind die Gegner? Wie kommen jedes Mal Gegner? Ich weiß es. Also, wo sind sie? Hier ist auch noch ein zweiter Gegner. Ich habe ihn gehört. Ich weiß, dass er da ist. Orte Verstecknoten. Tja, dass die aushalten, ist unnatürlich. Ich muss mich hier gerade echt richtig konzentrieren. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt eigentlich noch hinlaufen muss. Ich weiß, dass mir noch einer fehlt. Habe ich auch schon. Kann es eigentlich nur noch zwei sein? Ja, zwei fehlt mir. Ich glaube, da wurde ich das letzte Mal angegriffen, als ich drin war. Quarantäneprotokolle offline. So, und jetzt fickt euch alle, die jetzt nicht kommen. Ich bin kein Programm, du Pfeife, ich bin ein User. Wapperware! Juhu, wir haben ein neues System. Suchindex 224-C. Unautorisierter Zugriff auf Ressourcen. Programm unter Quarantäne aufgrund des ausbreitenden Virus. User unbekannt. Ihren Ursprung? Sie machen einen großen Fehler. Fehler? Ihr Entstellungsdatum sonst zerlege ich Ihren Code auf eine Rechenoperation pro Stunde. Nun, ich wurde 82 geboren. Unmöglich. Sie sind viel zu komplex für diese Periode. Sie wurden beschuldigt, Virenpartikel im System zu verbreiten. Welches Ziel verfolgen Sie mit dieser Sabotage? Ich bin nicht verantwortlich für diesen Virus. Genug. Wer ist Ihr User?
Ich bin ein User. Blasphemie! Regionale, das sind Gefangenen in die Zelle! Hey, das könnt ihr nicht machen, ich bin ein User! Sucht Masria, ich versuche ihr zu helfen. Masria? Ein Tag in die Lachkata. Gefangener weigert sich zu kooperieren und wird als nicht kompatibel angesehen, für sofortige Löschung freigegeben. Stellen Sie ihn auf den Raster! Das wird ein Rang, das Sie nie vergessen werden. Bringt sie in die Rasterbox. Raster, Spielraster, Lichtrenner. Ich habe ein neues System. Ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, das ist gut genug, damit ich alles verbraten kann, was ich habe. Okay, fast alles. Also muss ich eine Sache rausnehmen. Das ist der Virenscan. Ich mag Virenscan einfach nicht. Lichtrenner. Let's play Tron 2.0. Und zwar der Lichtrenner-Turn. Informiere dich über die Lichtrenner, bevor du das Spielraster antrittst. Oh, meine Stimme. Die Programme Cody, SK8 und Jet bereiten sich auf ihren Auftritt in Raster Arena 1 vor. Bevor sie das machen, geht Jet hier erstmal rum und sucht nach allen möglichen Update-Notizen, die hier immer total bescheuert versteckt irgendwo rumlungern. Alles drei bitte. Eine E-Mail. Oh Mann, die Stimmung in dem Laden ist allmählich wirklich auf dem Tiefpunkt. Ich habe gehört, der Firmenvorstand hat reichlich Ärger an der Backe wegen irgendwelcher verschwendeten Gelder. Erst geht der Internet-Aktienmarkt in die Berüche. Und jetzt auch noch das. Ich habe gehört, dass Gibbs JR die Firma verkaufen will. Kennst du zufällig einen guten Headhunter? Headhunter? Kopfgeldjäger. Oder? Okay, fehlt uns noch die Genehmigung für. Kommt schon, hier muss irgendwo noch eine Update-Notiz sein, sonst bin ich jetzt gerade umsonst rumgerannt. Die sind hier echt bescheuert versteckt, vor allem weil ich jetzt hier verschiedene Lichtrenner-Sachen, Missionen hintereinander abschließen muss und jedes Mal werden sie neu versteckt. Deswegen bin ich es auch so gründlich durchgegangen. So, was hast du zu sagen, Wolfgang? Hier ist ein Rock Primit. Auf dem Raster aktivierst du ihn, um dich in deinem Lichtrenner zu materialisieren. Das ist alles, was du mir zu sagen hast. Achso. Lichtrenner Rot. So, links wird jetzt gerade installiert. Ich mach mal ein bisschen mehr. RGB, also was da gerade stand, war jetzt aber ein bisschen falsch. Mein Lichtrenner ist blau und ich glaube, der wird jetzt gerade als rot angesehen. So, hier würde ich gerne rein, aber das kann ich noch nicht. Ich muss erst... Ne, hier kann ich eh keinen von öffnen. Werde ich auch nie können. Ich muss erst das Tutorial ablegen und dieses Tutorial kennen Leute, die mich kennen schon. Wenn du wissen willst, wie man einen Lichtrenner bedient, betrete den Datenstrom. Warte, bis ich den Port geöffnet habe. Weil es dasselbe ist wie bei Let's Play Tron 2.0, der Lichtrenner-Teil Part 1. Genau dasselbe Tutorial, genau dieselbe Ansage, genau dasselbe Ziel, alles dasselbe. Ja, und ich fühle mich hier ein bisschen wie zu Hause, in meinem Lichtrenner-Farm. Wenn ich jetzt hier reinrenne, bin ich auf der Lichtrenner-Arena. Aber ich glaube, das hebe ich mir für das nächste Mal auf. Ich spiele immer so eine halbe Stunde, habe ich das letzte Mal auch gemacht. Ja. Gut, gespeichert, noch zwischenspeichern. Jo, dann geht's das nächste Mal los. Los oder weiter? Doch los. Los mit ziemlich viel Lichtrenner-Action. Wird geil. Bis dann.